Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dieses Jahr einige Adventskalender mit euch zusammen aufgerissen und habe mir gedacht, dass es doch Sinn machen würde, wenn ich jetzt mal so mein Fazit euch vorstelle, also mein kleines Ranking, welche Kalender ich mir nächstes Jahr kaufen werde, welche ich lieber im Laden stehen lasse. Und ja, ich habe mir gedacht, es macht vielleicht ein bisschen Sinn, euch da auch einfach mal mitzunehmen. Also wenn du Bock auf dieses Video hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht und mir mal aufgeschrieben, welche Kalender ich so mit euch zusammen aufgemacht habe. Es sind tatsächlich insgesamt 16 Adventskalender gewesen, die ich so gekauft habe oder die ich geschenkt gekriegt habe. Also ich habe auf meiner Liste 3 Stück stehen, wo ich leider nicht den Wert ermitteln konnte, weil das halt ziemlich schwierig ist. Das war einmal der DM Bio Adventskalender, der hat ja gekostet, ich schaue immer mal wieder auf meinen Zettel, weil ich kann es nicht auswendig wissen, Leute, tut mir leid. Der hat gekostet 22,95 €. Das war der Tosch Adventskalender, der Schmuck Adventskalender, der kostet regulär 39,95 €. Ich habe den irgendwie günstiger für, ich glaube, 28 € oder so gekriegt. Und der Vitakraft Adventskalender, den ich ja für Sammy geholt habe, der hat 8,99 € gekostet. Den einzigen, den ich mir davon tatsächlich im nächsten Jahr gerne kaufen oder wünschen würde, wäre der Tosch Adventskalender, weil ich den ziemlich cool fand. Also du hattest da Ringe drin, du hattest Ohrringe drin, du hattest Armbänder drin, du hattest Ketten drin und ich fand die Qualität von dem Schmuck auch richtig toll. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe das ja in diesem der frühe Vogel fängt den Wurm Rabattgedöns, glaube ich, gekauft und deswegen halt viel weniger bezahlt. Genauso würde ich das nächstes Jahr auch wieder machen, weil es sind coole Sachen mit dabei, die du auch wirklich dann für Weihnachten tragen kannst, mit Sternchen, mit Blinky und wie auch immer. Also auch sehr dezenter Schmuck, der mir sehr gefallen hat. Den DM Bio Adventskalender fand ich im Prinzip interessant, würde ich mir aber nicht nächstes Jahr nochmal nachkaufen, weil halt irgendwie vom Inhalt her passt das nicht so ganz. Ja, da würde ich mir lieber einen anderen Food-Adventskalender holen, wo ich auch gleich nochmal zu komme. Und den Vitakraft-Adventskalender fand ich jetzt nicht so bombastisch. Also ich hatte ja auch den von Zoo Royal geholt und irgendwie hat sich das Video in Wohlgefallen aufgelöst. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, glaube ich, auf Aufnahme zu drücken oder ich habe es nicht gespeichert. Ich weiß es echt nicht. Den würde ich mir eher wiederholen. Aber den von Vitakraft eher nicht so. So, dann hatte ich fange jetzt einfach mal von hinten an und arbeite mich nach oben durch. Und zwar habe ich das Ganze sortiert nach Relation. Also quasi, was der Kalender gekostet hat in Relation zu dem, was da an Wert drin gesteckt hat. Auf Platz Nummer 13 ist der Balea Adventskalender. Ja, hier stimmt das Verhältnis von Inhalt und Kosten nicht so ganz überein und zwar hat er gekostet 14,95 € und wir hatten einen Wert von 9,62 € drin. Das heißt, die Produkte waren vom Wert her geringer als das, was im Kalender drin gesteckt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Produkte jetzt nicht so umhauend, also umwerfend, also super. Ich fand sie geruchstechnisch ganz in Ordnung. Es war, glaube ich, der erste Adventskalender, den ich zusammen mit euch geöffnet habe. Ich würde ihn mir aber nicht nochmal kaufen. Da hole ich mir lieber ein Balea Duschgel in groß und rieche da vorher dran. Und wenn ich das irgendwie toll finde, keine Ahnung, wenn es ein Vanilleduft ist oder wenn das irgendein weihnachtlicher Duft ist, dann hole ich mir das. Aber ich brauche es nicht in diesen kleinen Pöttchen. Ihr werdet das auch noch in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Ich habe gerade nach unten geguckt, weil da vorne meine Tüte steht, die ich auch gleich direkt im Anschluss zu diesem Video abdrehen werde. Ich habe mich bemüht, im Dezember ganz viele Produkte aus dem DM Balea Adventskalender aufzubrauchen. Ich fand die Produkte nicht so geil. Also da gibt es bessere. Natürlich ist der Kalender sehr, sehr günstig mit 14,95 €. Das möchte ich gar nicht, ne, in Frage stellen. Wahrscheinlich ist das als kleine Adventskalender-Idee gar nicht so verkehrt. Aber so, dass ich jetzt sage, ich muss den unbedingt haben, leider nein. So, und die Relation von Kosten und Wert ist 0,6. ja, also wenn du quasi den Wert des Kalenders, die 9,62 € geteilt durch 14,95 € und dann kommt da 0,6 raus. Ja, 0, heißt immer, es ist unter dem, was du dafür bezahlt hast.
Auf Platz Nummer 12 habe ich den Make-up Revolution Adventskalender, den ich mit euch geöffnet habe. Der hat gekostet 39,95 € und wir hatten an Wert drin 47,83 €. Das ist ein Verhältnis von 1,2. würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Du hattest enorm viele Lippenprodukte damit drin und sehr, sehr viele Highlighter, aber ich hätte mir ein ausgewogeneres Verhältnis gewünscht. Natürlich das Kläppchen Nummer 25 mit dieser ziemlich coolen Lidschattenpalette hat mir sehr gefallen. Aber dann kaufe ich mir lieber diese Lidschattenpalette für 5 Euro. Ne? Und dann vielleicht auch den ein oder anderen Lippenstift, der mir dann gefallen hat. Ja, so würde ich das bewerten, aber ich würde mir nicht nochmal nachkaufen im nächsten Jahr. Auf Platz Nummer 11 haben wir den Adventskalender von der Degusta-Box. Die habe ich ja im Abo. Habe für den Adventskalender 39,99 € bezahlt. Er hatte einen Wert von 53,60 €, was ein Verhältnis von 1,3 ist. Ja, ich bin ein kleiner Mathe-Freak. Entschuldigung. Ja, also ich würde mir den auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder kaufen, weil mir ganz ehrlich der Wert von dem Adventskalender relativ egal war, weil ich das ganz cool fand, diese Produkte daraus zu haben. Und ich fand die Produkte an sich auch ziemlich cool, die da drin waren. Also es war sehr abwechslungsreich. Du hast da alles Mögliche drin gehabt. Also diese Burgersoße zum Beispiel von Blockhaus, die feiern wir. Wir haben fast alles aus dem Adventskalender gegessen, getrunken, vernichtet, ne? Wie auch immer. Mittlerweile auf den Hüften. Aber ich fand ihn interessant. Ich fand ihn bombastisch groß. Ich fand ihn sehr, sehr cool und einfach mal was Neues. Deswegen würde ich mir ihn definitiv im nächsten Jahr nochmal kaufen. Auf dem Platz Nummer 10, aber das auch nur aufgrund des Verhältnisses, also der Relation, ist der Rituals Exclusive Kalender. Der hat gekostet 59,90 €, jedenfalls wäre das regulär der Preis gewesen. Ich habe es ja im Singles Day Sale günstiger bekommen und hat einen Wert von 102,51 €, was eine Relation von 1,7 ergibt. Ja. Den würde ich mir definitiv nochmal neu kaufen, weil ich liebe diese Marke. Ich stehe auf Rituals und ich denke, dass ich mir nächstes Jahr sogar den größeren kaufen würde. Bin mir aber nicht ganz sicher. Fand ihn aber richtig toll. Da sind so schöne Produkte drin, die ich alle in Verwendung habe aktuell. Einen minimalen Teil davon habe ich nicht verwendet oder weitergegeben. Aber im Großen und Ganzen, ich suchte diese Produkte. Ich stehe auf die Marke. Ich mag die Pflegewirkung. Ich mag den Geruch. Ja, und ich fand, es hat sich einfach gelohnt, den Adventskalender zu holen. Deswegen würde ich ihn mir auch auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal kaufen. Auf Platz Nummer 9 haben wir den Essence Adventskalender. Ihr erinnert euch, das war dieser Adventskalender, der aussah wie ein Weihnachtsmarkt, den man so hochklappen konnte und dann konnte man die einzelnen Boxen rausziehen. Der hat gekostet 24,95 € und einen Wert von 45,18 € und somit eine Relation von 1,8. Diesen Adventskalender würde ich mir persönlich im nächsten Jahr nicht nochmal kaufen, weil mir definitiv viel zu viele Nagelprodukte drin waren. Also das hat mir echt nicht gefallen. Ich habe Gelnägel und nur für die Füße macht das keinen Sinn. Natürlich waren auch so schöne Goldtöne mit dabei, aber ich habe es auf den Füßen versucht. Es sieht nicht schön aus, wie die liebe Emilia immer sagt. Ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal. Leichenfüße, leider nicht meine Welt. Oder es sieht, also wenn du Gold nimmst, tatsächlich aus wie Raucherfüße, als würden deine Füße absterben. Und dann halt auch diese ganzen Nagelsticker, Bodysticker, was auch immer, hat mir nicht gefallen. Ich würde mir den nächstes Jahr nicht nochmal kaufen. Leider nein, leider gar nicht. Auf Platz Nummer 8 befindet sich der InStyle Adventskalender. Den habe ich ja nur deswegen kaufen können, weil eine liebe Zuschauerin mir in die Kommentare geschrieben hat, hey Claudi, willst du eigentlich auch noch den InStyle Box Adventskalender öffnen? Und da habe ich mir gedacht, wie, die haben meinen Adventskalender, da habe ich ja gar nichts von gehört. Direkt Internet an, gesucht, gefunden, gekauft und am Ende war der ausverkauft und das vollkommen zu Recht. Der hat gekostet 59,90 € und einen Wert von 160 €, was eine Relation von 2,7 ergibt. Also der 2,7-fache Wert ist es dann ja quasi gewesen. Und du hast richtig coole Produkte da drin gehabt. Du hast für jede Box einen eigenen Gutscheincode noch an diesem Produkt dran gehabt, dass du dann Prozente bekommen hast oder wie auch immer. Ich hatte euch das ja in dem Video auch alles unten in die Infobox reingeschrieben. Also der Wahnsinn. Ich fand die Produkte sehr interessant, sehr neuartig, sehr hochwertig. Und deswegen, ja, würde ich mir den definitiv nächstes Jahr nochmal kaufen. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man ihn noch kriegt, weil der irre schnell ausverkauft war.
Und was ich an dem Adventskalender nicht so gut fand, war die Handhabung. Das heißt, man musste ja vorne diese Klappe hochklappen, um an die Boxen ranzukommen. Eine ganz liebe Abonnentin hatte mir geschrieben, man schlägt den dann doch einfach hin, dann kannst du den so aufklappen. Ja, hätte man machen können. Hätte aber nicht so schön ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da auf jeden Fall, keine Ahnung. Falls irgendwer zuschaut, der diesen Adventskalender designt, macht das doch nächstes Jahr ein bisschen anders. Bisschen Claudi-freundlicher. So, den nächsten Adventskalender, den ich für euch aufgerissen habe, befindet sich auf Nummer 7 und der ist von Catrice gewesen. Den habe ich ja gewonnen auf Instagram. Genau, also mich hat der dann ja in dem Sinne nichts gekostet. Der kostet regulär 34,95 Euro. Das ist dieser DIY-Selbstmachkalender. Und der hat einen Wert von 105,14 Euro und somit den exakt dreifachen Wert von dem, was man dafür bezahlt. Vom Prinzip her fand ich den ganz gut. Ich würde ihn mir aber nicht nochmal kaufen, weil die Produkte halt nicht so ganz meins waren. Also ich habe einen Teil davon behalten, aber einen Großteil habe ich entweder weitergegeben an Familie, Freunde, wie auch immer. Zu Weihnachten war das natürlich ganz nice. Hat mir jetzt auch nicht wehgetan, weil ich ihn ja nicht bezahlt habe, aber trotzdem. Naja, also hätte ich ihn mir gekauft, hätte ich das nicht so cool gefunden. Die Idee mit dem DIY fand ich ganz cool, dass du da die einzelnen Tüten hast und das dann da reinmachen kannst und dann auch die Nummern draufkleben kannst. Ja, fand ich ganz süß, also zum Verschenken auf jeden Fall eine gute Sache. Aber er wäre jetzt im Großen und Ganzen nicht meins gewesen. Auf dem 6. Platz haben wir den Flaconi Adventskalender. Der hat gekostet 29,95 Euro und einen Wert von 96,76 Euro und somit den 3,2-fachen Wert von dem, was man dafür bezahlt hat. Ich habe es aber auch sehr freundlich gerechnet, muss ich gestehen. Du hattest da ja irre viele Parfümproben drin. Das mag für Leute super sein, die gerne Parfüms testen wollen, die schauen wollen, hey, der Kalender kostet nur 29,99. Ich habe da ganz viele verschiedene tolle Marken drin. Natürlich hattest du auch etwas größere Bodylotions oder Duschcremes oder was auch immer von tollen Marken drin. Von Davidoff, von Gisander, natürlich, ne? War im Großen und Ganzen richtig toll, aber ich würde mir nicht nochmal kaufen. Denn 29,95 für hauptsächlich Parfümproben. Nee, ganz ehrlich, die kriegst du auch so mit dabei, wenn du bei Flaconi, Douglas oder sonst irgendwo bestellst im Online-Shop und dafür muss ich mir keinen eigenen Adventskalender kaufen. Nee, also nee, einfach nee. Cool fand ich natürlich, dass du am Ende dieses Gisander Sun hattest in einer 30ml Größe. Ja, das war ganz nett und ich mag das Parfüm auch irre gerne, weil es mich halt immer wieder an damals erinnert, als ich ein Kind war und meine Mom das immer getragen hat. Aber es ist einfach nicht mein Kalender gewesen. Auf Platz Nummer 5 in Bezug auf die Relation befindet sich der Douglas Skincare Adventskalender, also dieser Würfel. Der hat gekostet 19,99 € und einen Wert von unfassbaren 65,88 €. Das heißt, der 3,3-fache Wert. Also ich würde mir den Adventskalender definitiv, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort nochmal neu kaufen. Ich hatte den auch eigentlich im Black Friday Sale nochmal gekauft, sogar zweimal, einmal für euch und einmal für mich, aber Douglas hat ja freundlicherweise meine Bestellung storniert, weil der ein oder andere Artikel aus meinem Warenkorb leider nicht mehr verfügbar war. Wahrscheinlich auch der Adventskalender. Fand ich ein bisschen schade, also da waren richtig coole Sachen mit dabei. Naja, aber ich fand ihn super, da waren sau viele Masken drin, oh, ein Traum. Also das war ein Claudi-Adventskalender. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Ich habe die Douglas-Eigenmarke vorher noch nie so intensiv im Auge gehabt. Und ja, habe sie da dann intensiv getestet und finde es echt super. Also sowohl die Haarmasken als auch die Gesichtsmasken und alles und die Ampullen. Und oh mein Gott, also ich fand den Kalender wirklich toll. Ich würde ihn mir nächstes Jahr sofort nochmal kaufen. Auf dem 4. Platz haben wir den ASOS Adventskalender. Der hat gekostet 58,99 € und einen Wert von, haltet euch fest, jetzt geht es nämlich so mittlerweile ein bisschen nach oben mit den Werten, 202,22 €. Somit haben wir den 3,4-fachen Wert von dem, was du dafür bezahlen würdest. Wow! In dem ASOS Adventskalender hast du so coole Produkte drin. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Also deswegen würde ich mir den auch sofort nochmal neu kaufen. Vor allem im nächsten Jahr hoffe ich, dass es den ja auch nochmal gibt. Ja, weil du testest damit einfach ganz neue, also für mich waren das ganz neue, ganz andere Marken. Und man hat sich immer sehr hochwertig gefühlt, wenn man die Produkte benutzt hat. Mir hat der richtig gut gefallen und ich kann ihn euch nur ans Herz legen.
Auf dem dritten Platz befindet sich der Brigitte Box bzw. Pink Box Adventskalender. Ich bin ja Abonnentin von beiden Boxen und habe ihn deswegen zum Abonnentenpreis bekommen. Ich glaube, normalerweise ist er sonst 10 Euro teurer. Auf jeden Fall habe ich 49,95 Euro dafür bezahlt und der Kalender hat einen krassen Wert von 209,15 Euro. Und somit eine Relation von 4,2. Das heißt, du hast einen 4,2-fachen Wert. Wahnsinn. Ich habe mir mittlerweile auch eine Weinflasche bestellt, die man bestellen konnte. Da hatte man ja diesen Gutscheincode auch mit drin. Hat alles reibungslos funktioniert und ich wurde danach nicht mit Werbung zugespammt. Jedenfalls bis heute nicht. Ja, ich fand ihn gut. Ich fand ihn toll. Ich würde ihn mir nächstes Jahr definitiv nochmal neu kaufen. Du hast tolle Sachen in Bezug auf Beauty und Food mit dabei gehabt. Das hat mich echt erfreut. Aber so kennt man das ja aus der Brigitte-Box ja auch. Was ich nicht so gut fand, waren diese Ausstechförmchen. Die haben für mich einfach keinen Sinn ergeben. Die werde ich nicht benutzen. Aber im Großen und Ganzen toller Adventskalender, würde ich mir auf jeden Fall 2019 nochmal kaufen. Auf dem zweiten Platz befindet sich der Glossybox Adventskalender. Das habe ich ja im Dreierbundle bestellt. Dementsprechend habe ich einen etwas reduzierten Preis bekommen. Der hat 76 Euro gekostet. Aktuell kann man als Abonnent der Glossybox auch immer noch den Adventskalender kaufen für 80 Euro. Schlagt zu, Leute, ganz ehrlich. Denn dieser Kalender hat einen Wert von 359,82 Euro. Wow! Das ist tatsächlich der 4,7-fache Wert von dem, was ich dafür bezahlt habe. Das ist heftig, Leute. Das ist wirklich heftig. Also, du hast geile Produkte da drin. Also, mich hat es mega gefreut. Ich bin tierisch dabei abgegangen, diesen Kalender aufzumachen. Ich liebe es, die Produkte zu benutzen. Und immer, wenn ich dran zurückdenke, wie ich den geöffnet habe oder als ich dann am Ende diese geile Huda Beauty Highlighter Palette rausgenommen habe. Also, mir geht das Herz auf, ganz ehrlich, ne? Ich werde mir den nächstes Jahr definitiv kaufen. Also, ich werde auch eine von denen sein, die wie eine Irre auf ihr Handy gucken werden und immer wieder auf Aktualisieren klicken, bis dieser Kalender online ist. Und wahrscheinlich wird es ja auch wieder als Dreierbundle geben. Ja, dieses Jahr war es ein bisschen blöd gelaufen mit dem Dreierbundle, weil die ja die Probleme mit PayPal hatten. Dementsprechend auch Probleme mit dem Versand der Barbour-Box und der Benefit-Box. Aber letztendlich bin ich happy. Ich bin happy und zufrieden und glücklich und keine Ahnung und werde ihn mir definitiv nächstes Jahr nochmal kaufen. So. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, ja, aber jetzt hat sie doch schon alle Adventskalender genannt. Was kann denn da auf dem ersten Platz sein? Ja, ich muss sagen, ich bin von Platz 1 extrem überrascht. Extrem, wirklich. Nämlich der Douglas Adventskalender. Ohne Scheiß. Also, der hat gekostet 29,99 Euro und hat einen Wert von 148,83 Euro. Und das ist der fünffache Wert. Ihr Lieben, das ist Wahnsinn. Du hast coole Produkte da drin gehabt und also, Wahnsinn, wirklich. Wir haben die Preise, wir, ich, meine imaginäre Freundin und ich, wir, haben die Preise recherchiert und wirklich einen enorm heftigen Wert dabei rausbekommen. Ich bin geflasht, ich bin begeistert und kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, solltet ihr 2019 diesen Kalender nochmal sehen, stürzt euch drauf. Es lohnt sich. Also für den Wert der Artikel lohnt es sich. Und 29,99 Euro, ganz ehrlich, kurze Info, den gibt es aktuell im Sale bei Douglas für 19,99 Euro. Sofort kaufen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also ihr bekommt für 19,99 Euro dann Produkte im Wert von 148,83 Euro. Ja, das ist der Oberwahnsinn. Ich denke auch, dass ich mir noch ein, zwei davon kaufen werde. Einfach nur so, weil die einfach nur 19,99 Euro kosten, ne? Ja, Wahnsinn. Wer hätte damit gerechnet, dass das der erste Platz ist, oder? Also mich wundert es definitiv und ich werde ihn mir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal kaufen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, welchen Adventskalender ihr euch 2019 gerne kaufen möchtet. Vielleicht ist noch ein anderer dabei als der, die ich so vorgestellt habe. Gebt mir einfach ein bisschen Inspiration. Ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir bzw. dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ja, dann wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019.
rutsch nicht zu tief, rutsch nicht zu weit und lass es dir wie immer gut gehen. Ja, ich verlinke euch hier mal zwei Videos von mir und hier kannst du, wenn du möchtest, mich einmal abonnieren. Vielen Dank für das geile Jahr 2018 mit euch. Es war echt ein super, super, super Einstieg in das YouTube-Leben. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!